Eine Premiere ist immer was Besonderes und deswegen finde ich es besonders schön, dass du jetzt mit dabei bist. Und darum geht's. Der Erfolgreich Reden Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst. Nutze die Techniken der Profi-Moderatoren für deinen Erfolg, beruflich und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Lerne von Menschen, die in ihrem Business top sind. Bekannte Promis und unsichtbare Stars ihrer Branche verraten die Strategien, mit denen sie ihre Redeangst überwunden haben und durch die richtige Kommunikation erfolgreich wurden. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller. Grüß dich. Was hast du davon, diesen Podcast zu hören? Warum glaube ich, dass du bei mir in Sachen Kommunikation, Reden vor Menschen und wenn es darum geht, Menschen zu begeistern durch die Art, wie du redest, warum glaube ich, dass du richtig bei mir bist und jede Menge mitnehmen kannst? Wie helfen dir die Promis, die sich im Gespräch extra für dich Zeit nehmen und ihr Know-how kostenlos an dich raushauen? Wie ist dieser Podcast aufgebaut, damit du den größten Nutzen hast, wenn du mir schon das, neben der Gesundheit, wertvollste schenkst, das du geben kannst, nämlich deine Zeit? Die Antworten auf diese sehr berechtigten Fragen, die kriegst du jetzt. Hallo an alle, vor allem auch außerhalb Bayerns, die mich nicht als Moderator von Radio Bayern 3 kennen. Ich habe eine Mission, und zwar dir einerseits die Angst zu nehmen, vor Menschen zu reden. Wenn das allerdings weniger dein Problem ist und du sagst, hey, ich habe jetzt keine schweißnassen Hände mehr und kein Frosch im Hals, weil ich entweder ja, als Führungskraft ohnehin schon laufend Teambriefings halten muss oder auch als Mitarbeiter vor Kollegen routiniert spreche oder weil du sagst, naja, ich bin Geschäftsführer eines mittleren oder größeren Unternehmens, aber ich will mich eben doch noch verbessern. Wenn du nämlich merkst, ja, das ist okay, was ich abliefere, aber ich präsentiere halt so, wie es irgendwie jeder macht und ich glaube, da ist noch mehr drin, aber ich brauche Input, wie es denn geht, aufs nächste Level zu kommen und nicht nur einfach einen Vortrag zu halten und zu reden, sondern zu begeistern, dann bist du hier richtig beim Podcast Erfolgreich Reden. Denn das ist seit über 20 Jahren mein Tagesgeschäft. Und jetzt kommt der Moment, wo ich ausnahmsweise mal ein paar Minuten über mich rede, damit du mich kennenlernst, damit du mich greifen kannst. Obwohl, und das schwöre ich dir jetzt schon, es soll in diesem Podcast natürlich um dich und deine Fähigkeiten gehen. Aber am Anfang ist es natürlich wichtig, damit du meine Arbeit, meine Art und auch meine Kompetenz einschätzen kannst. Du willst völlig zu Recht wissen, wo ich die Überzeugung hernehme, dir was beibringen zu können. Ich habe in der Vorbereitung mal nachgerechnet. Und in über 2 Jahrzehnten Radio bei verschiedenen Sendern bin ich tatsächlich auf die Zahl 20.000 gekommen. 20.000 Stunden habe ich in meinem Leben live im Radio moderiert. 2.000 Gespräche, Interviews, längere, kürzere, größere, kleinere sind da zusammengekommen und 200 Veranstaltungen habe ich moderiert auf Bühnen, Events. Die größte hatte mal 100.000 Zuschauer. Das war das FIFA-Fanfest im Olympiapark München. Das war eine Nummer. Da war auch ich angespannt und hatte Lampenfieber in gewisser Weise. Die Geschichte erzähle ich dir aber gerne mal in einer anderen speziellen Folge. Also 20.000 Stunden Live-Sendung beim Radio, 2.000 Gespräche und Interviews, über 200 Veranstaltungen. Da habe ich viel geredet. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Aber ich habe natürlich eine Sicherheit gewonnen. Das ist der aller wichtigste Tipp, die erste Botschaft, die wichtig für dich ist. Du musst ins Handeln kommen. Es ist wie Fußball spielen, wie Gitarre spielen, was auch immer. Durchs Training wirst du besser. Du wirst sicherer werden. Ich habe auch bei Bayern 3 die Morningshow moderiert von 2011 bis 2016. Der ein oder andere weiß es vielleicht noch. Die Bayern 3 Frühaufdreher mit den geschätzten Kollegen Claudia Konrad, Bernhard Fleischmann, die dabei waren. Da haben mich viele danach gefragt, warum hast du das aufgegeben? Auch da gibt es verschiedene Gründe, die jetzt viel zu lang wären in einer ersten Folge. Aber für mich war es schon so, dass Erfolg bei mir eine ganz eigene Definition hat. Die Morningshow ist das, was früher beim Fernsehen der Samstagabend war oder auch jetzt die Abendzeit, die Primetime. Beim Radio hören morgens über 1 Million Menschen zu.
Beim Fernsehen sind es abends die Millionen, die vor der Glotze sitzen. Das habe ich trotzdem aufgegeben, obwohl es die Champions-League-Sendung eines großen Radiosenders ist. Warum? Das erzähle ich dir auch gerne demnächst. Ich habe verschiedene Warums, diesen Podcast zu machen, der, das weißt du sicher auch von anderen Podcastern, natürlich eine Schweinearbeit macht, Interviewpartner zu organisieren, sich den Inhalt mundgerecht vorzubereiten, damit du den größten Nutzen davon hast. Aber das hat schlicht und einfach mit Leidenschaft zu tun. Mein Warum Nummer eins, glaub mir es oder nicht, in mir wächst der Drang, etwas zurückzugeben. Ich bin jetzt 43 Jahre alt, heute auf den Tag genau, am 10. Februar 2019. Ich weiß, man hört es nicht. Auch wenn mir langsam die Haare ausfallen. Ja, und nachdem das der Bereich Leidenschaft, Radio, Audiokommunikation, Podcasts produzieren, nachdem das einfach mein Leben ist und ich diese Nähe liebe, die man durch die Audiokommunikation, um es mal ein bisschen hochgestochen wissenschaftlich zu formulieren, durch die erreicht man diese Nähe. Deswegen möchte ich dir über diesen Weg mein ganzes Wissen weitergeben, das ich angesammelt habe. Denn ich habe es eingangs gesagt, es ist eine soziale Angst, dieses Gefühl, ich rede vor Menschen, werde ich scheitern, werde ich ausgelacht. Aber es muss eben nicht so sein. Und wenn du die Tipps in diesem Podcast und die ganze Kompetenz der Gesprächspartner auf dich wirken lässt und umsetzt, sie sozusagen über mich aussaugst, dann machst du garantiert einen Schritt nach vorne. Das ist das Erste, warum aus meinem Bereich, der meine Leidenschaft ist, dir so viel wie möglich weiterzugeben und vielleicht auch sogar diese Leidenschaft zu wecken, dass auch du richtig Bock hast irgendwann und Lust hast, vor anderen Menschen zu reden und erfolgreich zu reden. Deshalb erfolgreich reden. Mein Warum Nummer zwei ist der Verein Global Family. Was machen wir? Für Familien, für die das Leben eben nicht normal verläuft, ist Global Family da. Für Opfer von Armut, von Krankheit, von Gewalt und Kriegen. All diese Menschen, die das erleben, die hatten in der Regel noch nie Urlaub, geschweige denn haben unbeschwerte Ferien oder die liebevolle Gastfreundschaft eines Hoteliers und einer Hoteliersfamilie erlebt. Und es ist die Erfüllung eines unerreichbaren Traumes. Es ist ja wie auf einem Regenbogen zu tanzen, hat unser Gründer Karl Auer geschrieben auf unserer Website. Und wir arbeiten mit Hoteliers zusammen und schaffen es tatsächlich, weil die Hoteliers die Zimmer zur Verfügung stellen, Familien, Kinder, Mütter und Kinder, die einfach einen Arschlochvater zu Hause hatten, die rauszuholen aus den Familien, das müssen sie selbst machen, aber denen dann Urlaub zu ermöglichen. Das ist unser großer Traum, denn das ist nicht nur nice to have, auch da mache ich eine eigene Folge drüber bei Gelegenheit, sondern lass mich kurz die Geschichte erzählen des, ich glaube, 12-jährigen Teenies, der einen gewalttätigen Vater zu Hause hatte und sich natürlich verweigert in der Schule. Das ist seine Form von Protest dem Leben gegenüber. Und dann war er im Urlaub und dann wollte er sein Bett machen nach der ersten Nacht im Hotel und seine Mutter sagt, nee, da kommt dann ein Zimmermädchen, die macht das. Ja, wie? Da kommt jemand und macht mein Bett. Ja, dann sind sie in den Frühstücksraum gegangen und da hat der 12-jährige Junge erstmal erlebt, dass sein Leben, was sich natürlich beschissen, aber für ihn irgendwo normal anfühlt, dass das nicht unbedingt die Normalität oder der Durchschnitt ist, ja, was ist schon normal, sondern er hat die ganzen Familien um sich herum gesehen im Frühstücksraum, die glücklich lachend am Tisch saßen und da hat es bei ihm Klick gemacht im Kopf. Ach so. Urlaub haben, ein-, zweimal im Jahr, vielleicht sogar mal wegfliegen. Ach, das ist eigentlich normal, wenn man es sich leisten kann und Gas gibt. Und diese Woche Urlaub, natürlich hat die gut getan, dass er mal was anderes sieht. Aber diese Woche Urlaub hat nachhaltig im Hirn was verändert. Er war danach in der Schule und hat Gas gegeben, weil er weiß, hey, wenn ich es schaffe, in mich zu investieren, in Bildung zu investieren, Gas zu geben, dann kann ich mir auch das leisten, was ich hier gerade erlebt habe. Irgendwann eine glückliche Familie haben, und selbst in den Urlaub fahren und den Urlaub bezahlen. Das ist Global Family. global-family.net. Ich darf Vorstand in Deutschland und Gründungsmitglied in Deutschland sein. Und wenn ich irgendwann mal was mit diesem Podcast verdienen sollte, was ein weiter Weg ist, dann möchte ich damit Global Family groß machen, denn wir brauchen einfach Kohle für ein bisschen Verwaltung, ist eh nicht viel, aber vor allem für die Reisekosten, um die Kinder zu den Hotels zu transportieren. Und deshalb, wann immer du bei Amazon was bestellst, ich habe auch unter dieser Folge bereits einen Affiliate-Link positioniert sozusagen. Und wenn meine Gesprächsgäste
Gäste Bücher empfehlen, würde ich mich freuen, wenn du immer über unseren Link bestellst. Der Buchpreis, kennst du vielleicht von anderen Affiliate-Themen und Produkten, bleibt natürlich gleich. Aber Onkel Amazon zahlt uns um die, ich glaube, 5% Provision. Und das schiebe ich dann 1:1 rüber zu Global Family. Das ist mein Warum Nummer 2. Und hier kommt Warum Nummer 3. Warum mache ich diesen Podcast? Ja, ich möchte, dass sich Mitarbeiter in Unternehmen wieder besser gegenseitig zuhören. Dass der Chef gefühlt auch direkter im Ohr der Mitarbeiter sitzt. Die Unternehmenskultur kann so transportiert werden. Professor Reinhold Wirth, der die Wirth-Gruppe groß gemacht hat, aus einer 2-3 Zimmer großen Schraubenhandlung in Künzelsau, die er mit 19 übernommen hat, ja, da hat er einen Weltkonzern mit, je nachdem, wann du die Folge hörst, 11, 12, 13 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Er sagt, die Unternehmenskultur wird entscheidend sein. Nicht, dass die Unternehmen gute Produkte haben. Das setzen wir mal voraus, dass die Qualität stimmt. Aber Erfolg und Misserfolg eines Unternehmens entscheidet sich über die Unternehmenskultur. Und deshalb bin ich, klingt blöd, wenn man es selber sagt, aber so ist es, Spezialist für Mitarbeiterkommunikation im Audiobereich und für Vertriebskommunikation. Wenn dich das interessiert, schau mal auf die Website marktführer-kommunikation.de heißt die, Marktführer mit UE. Da siehst du ganz viele meiner Kunden, Allianz, Wirth gehört dazu, Fondsfinanz, ein Maklerpool und. Für die mache ich sozusagen Mitarbeiterradio, also ein Podcast wie eine eigene Radiosendung, wo sich bei größeren Unternehmen Abteilung A und B gegenseitig vorstellen, wo es einen Nachrichtenblock gibt, wo es Mitarbeiterrubriken gibt, wo es eine Frag-den-Vorstand-Rubrik gibt. Das ist viel näher. Viel emotionaler heutzutage, als wenn du immer noch auf die gedruckte Mitarbeiterzeitschrift angewiesen bist, die oft ungelesen in den Müll wandert. Geht mir nicht darum, die zu verdrängen, aber heutzutage, wo jeder auch so viel belastet ist in seinen Augen, ja, permanent vom Bildschirm sitzt, da willst du einfach in der Pause oder zu Hause nicht wiederlesen müssen. Aber im Smartphone, einfach per Mitarbeiter-App oder der Link aus dem Intranet, Unternehmensnachrichten, unterhaltsam mit Moderator. Du hast eine Ahnung, wer das meistens moderiert bei diesen genannten Firmen. So ein Medium kommt einfach an. Wir haben Mörderbewertungen bei qualitativen Umfragen. Ja, und das ist meine große dritte Mission, dieses Konzept auch bekannter zu machen, weil so Mitarbeiter untereinander zusammenrücken, ein echtes Community-Gefühl entwickeln. Wir sind gesprächswert in der Kantine. Es gibt den Mitarbeiterwitz. Die Leute freuen sich schon, wenn sie mal einen Witz erzählen dürfen. Oder dass ein Kollege, ja, den sie vielleicht auf irgendeiner Außendienstversammlung kennengelernt haben, dass der jetzt dann dran ist und seinen Lieblingsurlaubstipp gibt. Also das ist die nächste Mission, dass wir da alle uns mehr zuhören. Und außerdem, das ist sozusagen mein Job Teil 2, mache ich bei Wirth und bei der Allianz die Vertriebskommunikation, also die Außendienstler im Auto zu erreichen. Und kurz bevor sie beim Kunden aussteigen, ihnen nochmal wichtige Infos mit aufs Ohr zu geben, ja, fürs Kurzzeitgedächtnis, so wie man früher den Hefteintrag kurz vor der Ex- oder Stehgreifaufgabe sich nochmal reingepfiffen hat, damit man den Kunden optimal beraten kann und das Unternehmen letztendlich so mehr Umsatz macht. So, aber jetzt genug des Werbeblocks, was mein eigentliches Business neben Bayern 3 angeht. Wie ist dieser Podcast aufgebaut? Ich habe prominente Gäste wie Christoph Metzelder, unser Ex-Nationalspieler, der inzwischen auch Unternehmer ist, der dir genau sagen kann, worauf er achtet bei der Kommunikation, wenn es um Mitarbeitergespräche etc. geht. Dann habe ich Alfons Schubeck zu Gast. Er nimmt uns mit in die Kommunikation zwischen Gastronom und Gast. Da kannst du dir auch ganz viel abschauen, wie du mit deinem Publikum zum Beispiel redest. Aber diese Gesprächspartner sind auch sau ehrlich und sagen, hey, für euch, die ihr uns im Fernsehen wahrnimmt, ist es vielleicht ganz normal, dass wir professionell reden. Aber hey, wir hatten auch mal Angst. Oder wir haben uns auch mal überwinden müssen oder waren nervös. Und ich glaube, Gespräche mit Prominenten, die dir sagen, wie ihr Weg war, um erfolgreich zu reden, die können dich sowas von motivieren, weil sie dir dieses Gefühl, ah, ich kann es halt nicht und die sind so geboren, nehmen. Denn kein guter Redner ist so geboren. Reden lernt man nur durch Reden. Das bestätigt auch Daniel Bahr, der bereits hochgeladen ist, wenn du diese Folge hörst. Als Ex-Bundesgesundheitsminister, die erste Rede im Bundestag, da hatte der doch natürlich auch Muffensausen. Jetzt ist er Allianzvorstand, hat gesagt und erzählt im Interview, was du dir sehr gerne anhören kannst, dass für ihn PowerPoint-Präsentationen auf einmal ganz neu waren. Ja? Also auch die haben immer wieder ihr erstes Mal. Und deswegen ist das auch eine Rubrik im Podcast. Am Anfang dein erstes Mal. Ich frage Prominente und Nicht-Prominente in allen Interviewfolgen, wie es ihnen ging,
als Sie sich beim ersten Mal vor Publikum geäußert haben, ob das jetzt ein Referat in der Schule war oder später im Job. Und aus diesen Gefühlen kannst du viel für dich mitnehmen. Erstens, du merkst, hey, ich bin nicht alleine, ich bin kein Versager, das ist anscheinend normal. Und dann kannst du dir ganz viel abschauen von den verschiedenen Geschichten, denen man sehr, sehr gerne zuhört. So erzählt zum Beispiel Sänger Max Mutzke, dass er, obwohl er schon ein paar Jahre auf der Bühne stand, als Anfang 20-Jähriger, bevor er dann auch von Stefan Raab entdeckt wurde für den Eurovision Song Contest, dass auch er ja maulfaul war. Er hat gesagt, hey, was soll ich denn hier zwischen meinen Songs erzählen? Bis er dann, aber ich nehme das nicht vorweg, Max Mutzke hörst du auch demnächst hier im Erfolgreich Reden Podcast. Unternehmer Reinhold Wirth habe ich schon angekündigt und Ingo Nommsen, ZDF-Moderator, der ein Buch über Erfolgsmenschen geschrieben hat, die ihre Erfolgsgeheimnisse verraten und auch ihre Tipps gegen Lampenfieber, wie Atze Schröder, Annette Frier, Starkoch Steffen Hensler. Denn das ist der zweite Teil dieses Podcasts. Es geht immer um die Kommunikation, das ist der Einstieg. Aber hey, wenn ich schon so tolle Interviewgäste habe, wäre es ja bescheuert, nach 10 Minuten das Gespräch zu beenden. Deswegen reden wir auch immer generell über die Erfolgsfaktoren, Kommunikation, wie trägt sie zum Erfolg bei und generell ihre Erfolgsfaktoren im Leben, beruflich und privat. Deswegen heißt dieser Podcast Erfolgreich reden. Aber es kommen auch unbekannte Stars ihrer Branche zu Wort, zum Beispiel eine Managerin eines Konzerns unterhalb der Vorstandsebene. Sie hat einen Sprachfehler, der nicht zu überhören ist. Und da brauchst du Selbstbewusstsein, weil du natürlich mitkriegst, wie die Menschen hinter deinem Rücken reden. Die Dame muss viele Präsentationen halten, muss Teams führen, immer mit ihrem Sprachfehler. Und wie sie das schafft, auch psychologisch, ein hochspannendes Gespräch. Dann habe ich mit einer Weinkönigin gesprochen, die ja mit Anfang 20 auf einmal Wein vor Publikum, vor Jahrtausenden auch vorstellen muss, wenn sie auch auf Reisen ist. Sie muss repräsentieren vor Politikern. In Shanghai fahren sie zum Beispiel auch hin, die Weinköniginnen. Auch das ist sehr, sehr spannend. Genauso wie das Gespräch eines Richters, mit dem ich schon aufgezeichnet habe. Wie kommuniziere ich denn im Gerichtssaal? Was kann ich mir da für meine Praxis als Präsentator abschauen? Auch hochspannend. Lars Mückner heißt er. Er liebt die deutsche Sprache. Er hat auch eine tolle Stimme. Das wirst du merken, wenn diese Folge in Kürze erscheint. Aber er hat Mörder-Lampenfieber. Wenn er zum Thema Pflege referieren muss zum Beispiel, er ist Betreuungsrichter, dann sagt er, wird ihm fast schlecht, er schreibt sich alles auf, er schwitzt, er hat Schweißausbrüche und ich habe ihn reden gehört und habe das gar nicht gemerkt. Und er ist so unfassbar ehrlich, dass das wirklich dich abholt oder alle anderen. Wenn du jemanden in deinem Bekanntenkreis kennst, teile dieses Interview dann unbedingt. Das nimmt jeden mit, weil auch da wieder das Gefühl eliminiert wird, ein Versager zu sein, nur weil man sich am Anfang ohne Training nicht ganz wohl fühlt beim Kommunizieren. Sau viel spannende, bekannte und unbekannte Gäste. Sonntags wird es immer eine Interviewfolge geben und am Mittwoch ist der Plan, also zwischen den Interviewfolgen kriegst du Content von mir. Solo-Folgen wie diese hier, ich denke dann wesentlich kürzer, die ja dir das Werkzeug vermitteln. Also wie du eine Rede aufbaust, wie du dein Publikum öffnest, wie du maximale Spannung erzeugst und Aufmerksamkeit bei deinem Publikum. Ob das Kollegen im Meeting sind, Schüler, Studenten, vor denen du eine Präsentation, ein Referat hältst oder auch mehrere hundert, mehrere tausend Leute. Wie baut man die Rede auf? Wie bekommst du den Spannungsbogen hin? Aber auch, ja, Lifehacks, wie du dein Lampenfieber vom Feind zum Verbündeten machst, wie du mit Atemübungen dich kontrollieren und nullen kannst, ohne dass das dann gleich esoterisch ist, wie du Nuscheln vermeidest, wie du durch einen brillanteren Wortschatz, wie du durch Bilder zeichnest, durch blumige Sprache es schaffst, dass das Publikum an deinen Lippen hängt. Da gibt es ganz viel Lifehacks, die du von mir natürlich kostenlos bekommst. Und das ist mein Versprechen. Du bekommst von mir nur Dinge an die Hand, von denen ich weiß, sie funktionieren, die ich früher sehr bewusst, jetzt unbewusst selber mache, praktiziert habe oder noch praktiziere. Wie wenn ich jetzt eine Führungskräftekonferenz
Konferenz moderiere für einen großen Konzern und mich dabei verspreche. Auch so ein Versprecher wie jetzt, der wird nicht rausgeschnitten, der bleibt selbstverständlich drin, denn der ist menschlich. All das erfährst du von mir, du bekommst hier nur Praxiswissen, nichts Angelesenes. Ich weiß, dieser Rhetoriktrainermarkt, der ist ja so dubios. Da lesen sich Menschen Dinge an, machen ein Geschäftsmodell draus, machen 3 Minuten YouTube-Videos, filmen sich vor irgendeiner Bücherwand und verkaufen dann einen Online-Kurs. Kann sein, dass ich auch irgendwann mal einen Online-Kurs mache, aber das ist nicht meine Hauptmotivation. Ich kann diesen Podcast machen, weil ich richtig Bock drauf habe. Leben tue ich von meinen anderen Sachen, die ich dir beschrieben habe. So, jetzt weißt du alles, du kennst meine Warums und ich freue mich, dass es jetzt losgeht. Ich bitte dich, wenn du gute Folgen hier hörst und ich gehe davon aus, dass du uns, so oft es geht, eine Bewertung gibst bei iTunes und auch bei den anderen Plattformen, wo immer man den Podcast bewerten kann. 5 Sterne wären toll, aber natürlich nur, wenn du es auch fühlst. Und das ist wichtig, um sichtbar zu sein, dass möglichst viele von diesem kostenlosen Wahnsinns-Know-how und Content profitieren, uns idealerweise einfach auch eine kleine Kommentierung hinterlässt, einen kleinen Kommentar. Das wäre großartig. Folg mir bitte auch auf Instagram, da kannst du jeweils unter den Post der aktuellen Folge kommentieren, Feedback geben, auch wenn du selber mal einen Gast in deinem Umfeld hast, einen Menschen, wo du sagst, hey, der muss gar nicht bekannt sein, aber das ist so ein geiler Redner. Ja, wenn dein Pfarrer zum Beispiel, wenn das ein super, super Redner ist, ja, der nicht altbacken klingt, der es schafft in einer Zeit, wo Menschen aus der Kirche austreten, der es schafft, Menschen in seinen Bann zu ziehen, dann schlag mir den vor, dann versuche ich, mich mit dem zum Gespräch zu treffen. Egal wo er ist in Deutschland, geht ja heutzutage auch per Leitung und per Skype. Also, bitte kommentieren bei Facebook, bei Instagram. Mein YouTube-Kanal, wo du vielleicht dann auch diese Folge gerade hörst, heißt Axel Robert Müller, ohne Bindestrich, Axel Robert Müller und dann erfolgreich reden. Wenn du das in der Kombi eingibst, dann wirst du ziemlich sicher meinen YouTube-Kanal auch sehen. Okay, jetzt legen wir los. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist und hoffe, wir werden eine richtig geile Community. In diesem Sinne, viel Spaß, lass uns starten und alle erfolgreich reden. Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller. Du bist Unternehmer oder Führungskraft im Unternehmen? Dann binde deine Mitarbeiter und Kunden noch enger an deine Company mit einem professionellen Business-Podcast. Sozusagen das Intranet zum Hören oder auch der Kunden-Newsletter für die Ohren. Deine Firma sitzt quasi im Kopf des Kunden und ist näher dran als jede Kundenzeitschrift. Wie das klingt und wie das geht, findest du auf www.marktführer-kommunikation.de. Marktführer-kommunikation.de. Die Marktführer Deutschlands wie Allianz, Wirth oder Kärcher vertrauen Axel schon. Und du? Klick marktführer-kommunikation.de.